Vor 6 Monaten hat Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen, mit der Erwartung eines raschen Sieges. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt. Viele Menschen stellen sich die Frage, wie lange der Krieg noch dauert. Auf der einen Seite kämpft die Ukraine unter ihrem Präsidenten Volodymyr Zelensky um ihre Unabhängigkeit als Nation. Auf der anderen Seite will Russlands Präsident Wladimir Putin diesen seiner Ansicht nach historischen Irrtum beenden. Unter diesen Umständen kann niemand gewinnen, sagt der in Moskau ansässige Politologe Konstantin Kalatschew. Nach seiner Einschätzung könne der Krieg in der Ukraine noch Jahre dauern. Die Zeit läuft allerdings gegen die Ukraine, deren Wirtschaft leidet und auf Dauer zusammenzubrechen droht. Nach Ansicht von Marie Dumoulin von der europäischen Denkfabrik ECFR könnte die Unterstützung der Ukraine durch ihre westlichen Verbündeten dazu beitragen, dass sich der Krieg weiterhin zieht. Putin könnte weiter auf die Eroberung der Hafenstadt Odessa setzen und damit die Ukraine komplett vom Zugang zum Schwarzen Meer abschneiden. Zelensky wiederum könnte für die Ukraine taktische Erfolge anstreben, wie das Versenken des russischen Kommandoschiffs im April oder versuchen, einzelne Gebiete zurückzuerobern. Das könnte die Ukrainer weiter motivieren und gleichzeitig Forderungen nach mehr Hilfe von den europäischen Partnern rechtfertigen, so Dumoulin. Klar ist, der kommende Winter dürfte die Entschlossenheit der Ukrainer auf eine harte Probe stellen. Sie müssen sich auf Kraftstoffmangel, Strom- und Heizungsausfälle einstellen, vor allem wenn sie durch Kämpfer aus ihren Häusern vertrieben werden. Russland scheint bereit, die Kosten für einen langwierigen Zermürbungskrieg zu zahlen. Hinzu kommt, dass sich die Hoffnungen des Westens, Russland mit Sanktionen unter Druck zu setzen, bislang kaum erfüllen. Der Politologe Kalatschew schätzt, dass Russland die volle Wirkung der Sanktionen erst in etwa 5 Jahren spüren wird. Sollte der Krieg über den Winter und bis ins neue Jahr andauern, wird vieles davon abhängen, ob die Unterstützung des Westens anhält. Sollten Kiews Verbündete weiterhin Hilfe und Waffen zur Verfügung stellen, könnte Russlands militärische Überlegenheit nach und nach schwinden. Was dann mit Putins Rückhalt im eigenen Land sein wird, darüber lässt sich nur spekulieren.